Seid gegrüßt. Heute reagieren wir wieder auf Sarah Wagenknecht. Sie hat ein Pressestatement rausgebracht. Und als erstes geht es bei diesem Pressestatement um den Warnstreik der GDL. Ich würde sagen, wir steigen gleich ein. Die Karten, die Bahn wird bestreikt, die Lufthansa wird bestreikt. Und weil sich das häuft, sind natürlich viele Menschen genervt, vielleicht auch wütend. Ich kann das nachvollziehen, ich kann das auch gut verstehen, aber ich glaube, wichtig ist, dass man seine Wut an den richtigen Adressaten richtet. Weil das Problem in Deutschland ist ja tatsächlich, dass wir gerade bei großen Unternehmen zunehmend eine Mentalität haben, die auf hohe Gewinne setzt, die dann an die Aktionäre durchgereicht werden. Es ist ja schon bemerkenswert, dass in einer Zeit, wo die deutsche Wirtschaft schrumpft und sich in der schwersten Krise der letzten Jahrzehnte befindet, bei den Unternehmen im deutschen DAX, im deutschen Aktienindex DAX mehr Dividenden ausgeschüttet werden als ja, je zuvor. Das Management bedient sich mit hohen Bonizahlungen, das haben wir auch bei der Bahn gesehen. Und diejenigen, die am Ende in die Röhre gucken, das sind die Beschäftigten. Es ist tatsächlich auch belegbar, in keinem anderen G7-Staat sind die Löhne seit der Corona-Krise derart gefallen, die Reallöhne, wie in Deutschland. Ich finde, das ist eine dramatische Zahl. Und das erklärt vielleicht ein bisschen auch die Streikaktivität. Und es zeigt eigentlich eher das Problem, dass natürlich viele Beschäftigte in vielen Branchen gar nicht die Verhandlungsmacht haben, die jetzt zum Beispiel bei Bahn oder Lufthansa immerhin noch vorhanden ist. Und viele Menschen von ihren Einkommen schlicht nicht mehr leben können, weil die Preise derart massiv angestiegen sind. Wer angesichts dieser Situation, also größte Lohnsenkungen im Vergleich zu allen anderen G7-Ländern außer Italien, wer angesichts dieser Situation keine andere Idee hat als die Ampel, die jetzt über eine Einschränkung des Streikrechts debattieren will, der muss oder hat offensichtlich die Realität nicht verstanden und hat offensichtlich auch überhaupt kein Gespür dafür, wie es den Menschen hier im Land geht. Wichtiger wäre ja, dass die Bundesregierung vielleicht mal darüber nachdenken könnte, wie sie etwas gegen die enorm hohen Energiepreise tut. Die sind ja in Deutschland deutlich höher als in anderen Ländern. Das schmälert ja die Kaufkraft auch der Löhne. Das ist einer der Gründe dafür, dass man mit Einkommen nicht mehr klarkommt. Man könnte auch etwas tun, zum Beispiel Unternehmen von Bürokratie zu entlasten. Die jüngsten Zahlen des Statistischen Bundesamtes zeigen, es gab noch nie so viele bürokratische Auflagen, auch noch nie so hohe Bürokratiekosten. 66 Milliarden Euro im Jahr. Ein Großteil davon wäre sicherlich in Löhne besser angelegt, gerade bei kleinen und mittleren Unternehmen, die ja aktuell oft auch kaum Spielräume haben, Löhne zu erhöhen, im Unterschied zu den großen Unternehmen. Also das wären alles Dinge, die die Regierung tut. Oh, damit hat Sarah Wagenknecht natürlich völlig recht. Diese Einschränkungen des Streikrechts, über die aktuell debattiert wird, sind völlig abseits jedes vernünftigen Maßes. Also das Streikrecht zu einzuschränken wäre natürlich ein starker Einschnitt in die Rechte der Beschäftigten und würde weiter zur Strategie des deutschen Lohndumpings passen, was Deutschland ja in den letzten 25 Jahren relativ stark betrieben hat. Tun könnte, aber wie gesagt, gerade da, wo jetzt gestreikt wird, da gibt es Spielräume und deswegen finde ich, sollten wir wirklich darüber nachdenken, ob wir in einem Land leben wollen, wo sich die Verteilungsschere, wo die Verteilung immer weiter auseinandergeht und wo Menschen hart arbeiten, auch wirklich Vollzeit arbeiten und trotzdem am Monatsende im Grunde nicht wissen, wie sie über die Runden kommen. Das ist keine erträgliche Situation und hat dann eben auch solche Folgen. Interessant heute auch der Bericht der Wehrbeauftragten zu meinem Punkto sorgsamer Umgang mit Steuergeld. Wir sind also ganz eindeutig zwar nicht der Meinung, dass Deutschland kriegstüchtig werden sollte. Allerdings wäre es natürlich schon wünschenswert, dass Deutschland verteidigungsfähig wäre. Und es ist ja schon interessant, dass obwohl der Verteidigungsetat jetzt seit Jahren wächst und er ist ja tatsächlich auch schon im Vorfeld der sogenannten Zeitenwende deutlich angestiegen. Also es ist ja nicht so, dass dort weniger Geld ausgegeben wird. Es ist über die Jahre immer mehr Geld ausgegeben worden, dass offensichtlich trotzdem
eklatante Mängel in der Ausstattung der Bundeswehr existieren. Ich finde, das sollte einmal den Blick darauf richten, wie hier Beschaffung funktioniert, weil offensichtlich sehr viel Geld in undurchsichtigen Kanälen verschwindet. Immer wieder gibt es ja auch öffentliche Skandale. Die Bundeswehr schafft sich Funkgeräte an, die dann gar nicht in die gängigen Geländewagen und Panzer passen. Es werden Aufträge ausgeschrieben für Hubschrauber oder für Militärschiffe und der Preis erhöht sich um ein Vielfaches, trotzdem wird es bezahlt. Also wenn wir hier über diese Mängel reden bei der Bundeswehr, dann sollten wir mal über Lobbyismus reden, zum Beispiel darüber, dass die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Frau Strack-Zimmermann, gleichzeitig in vielen Lobbyverbänden der Rüstungsindustrie sitzt und da vielleicht der ein oder andere Interessenkonflikt auch eine Rolle spielt, wenn es darum geht, dass Steuergeld in die falschen Kanäle fließt und nicht dahin, wo es eigentlich vielleicht sinnvollerweise hinfließen sollte. Geradezu hysterisch waren die Reaktionen, also im Grunde so wie ein Dieb, der ertappt wird, in der deutschen Politik auf das Statement des Papstes, der eigentlich eine Selbstverständlichkeit angemahnt hat, nämlich dass endlich alles getan werden muss, das Sterben in der Ukraine zu beenden und dass das nur auf dem Verhandlungsweg möglich ist. Ich finde auch wirklich erschreckend, wie selbst dem Oberhaupt der katholischen Kirche hier das Wort im Munde herumgedreht wird, um ihn als Putin-Troll zu diffamieren. Der Papst hat ja sehr eindeutig nicht appelliert, dass die Ukraine sich Ja, das ist völlig absurd, wie die hiesigen Kriegstreiber mittlerweile gegen jede Stimme vorgehen wollen, die Frieden mit Russland fordert. Also hier muss man auch ganz klar sagen, Russland ist zu Friedensverhandlungen bereit. Es ist aktuell der Westen, der einen Frieden verhindert, durch seine komplette Weigerung auf die russischen Forderungen einzugehen. Ergeben soll oder dass sie kapitulieren soll, sondern er hat wörtlich gesagt, Verhandlungen sind nie eine Kapitulation. Sie sind der Mut des Landes, das Land nicht in den Selbstmord zu treiben. Und ich glaube, dass dieser Appell des Papstes dringender denn je ist. Sehr viele Länder, auch des Südens, fordern das seit längerem. Die Türkei hat jetzt auch noch mal eine Initiative gestartet, auf ihrem Boden Friedensgespräche zu ermöglichen. Wir sehen, dass die Front sich eher zu Lasten der Ukraine verschiebt. Trotzdem kommt aus Kiew zu all diesen Initiativen immer nur Ablehnung. Natürlich weiß niemand, wie verhandlungsbereit oder auch wie kompromissbereit die russische Führung am Ende wäre, wenn es Verhandlungen gäbe. Aber es ist ja schon bemerkenswert, dass zumindest aus dem Kreml solche Initiativen nicht abgelehnt werden, während sie von Kiew sehr massiv sofort abgelehnt werden. Es gibt ja auch in der Ukraine nach wie vor ein Dekret, das Verhandlungen mit Russland explizit verbietet. Die Frage ist aber, wie soll dieser Krieg jemals enden, wenn nicht auf dem Verhandlungsweg? Und dass man durch die vielen Gamechanger, die wir angeblich geliefert haben, Kampfpanzer, Kampfjets, die Verhandlungsposition der Ukraine noch nicht einmal verbessert hat, sondern eher verschlechtert hat, das haben wir im letzten Jahr sehr, sehr deutlich gesehen. Insoweit ist es für uns ein großes Anliegen. Deswegen werden wir diese Woche im Bundestag einen Antrag dazu einbringen, dass die Bundesregierung sich hinter die Initiative des Papstes stellt, dass die Bundesregierung endlich auch Initiativen unternimmt und solche Friedensgespräche versucht, möglich zu machen. Das heißt natürlich auch, dass wir, finde ich, sehr deutlich sagen müssen und finden wir, dass es nicht sein kann, dass wir bedingungslos die Ukraine unterstützen, wenn sie gleichzeitig sämtliche Verhandlungsangebote oder Verhandlungsmöglichkeiten ablehnt. Dieser Krieg muss beendet werden und das wird ohne Verhandlungen nicht möglich sein. In der deutschen Politik stattdessen gibt es eine völlig andere Debatte. Das ist eigentlich inzwischen. Das stimmt absolut. Also diese Gamechanger, von denen Wagenknecht geredet hat, das hat man bei jeder Diskussion gesehen. Es gibt keine Wunderwaffen. Also egal, was wir da hinliefern, ob Taurus-Marschflugkörper, ob irgendwelche F-35-Kampfjets oder ob diese zig Panzer, die, also Leopards und so weiter, die angeblich die Wende bringen sollten, nichts davon hat die Wende gebracht und das ist auch völlig logisch. Es ist ein Abnutzungskrieg und da gewinnt am Ende, wer mehr Menschen und Material an die Front bringen kann, wer seine eigenen Verluste besser ausgleichen kann. Und das wird auf lange Sicht eher Russland als die Ukraine sein, einfach weil Russland mehr junge Männer hat, die es an der Front verheizen kann. Das ist nun mal die Realität und diese Realität zu leugnen
und diesen Krieg immer weiter am Laufen zu halten, heißt 100.000 Ukrainer für nichts und wieder nichts in den Tod zu schicken. Beziehungsweise nicht für nichts und wieder nichts. Die Rüstungsproduzenten machen dicke Gewinne. Das hat Papst Franziskus übrigens auch gesagt. Die einzigen, die von so einem Krieg profitieren, sind die Waffenhändler. Also das ist ja eigentlich jedem klar. Aber ja, die Kriegstreiber, die werden wahrscheinlich weiter Erfolg haben, die werden diesen Krieg wahrscheinlich weiter fortsetzen und die werden wahrscheinlich weiter mit ihren Lügen vom verhandlungsunwilligen Russen, der ganz Europa unterjochen will, durchkommen. Denn ja, diese Lüge, die wird uns immer weiter erzählt, obwohl Russland eindeutig verhandlungsbereit ist. Mehr als erschreckend, nämlich die Debatte, wir müssen noch mehr liefern, vor allem wir müssen jetzt auch Taurus-Raketen liefern, Taurus-Marschflugkörper. Da gibt es ja das bekannte Bundeswehr-Leak oder den bekannten Mitschnitt des Gesprächs der vier Luftwaffenoffiziere. Seid gegrüßt, heute reagieren wir wieder auf Sarah Wagenknecht. Sie hat ein Pressestatement rausgebracht. Und als erstes geht es bei diesem Pressestatement um den Warnstreik der GDL. Ich würde sagen, wir steigen gleich ein. Die Karten, die Bahn wird bestreikt, die Lufthansa wird bestreikt. Und weil sich das häuft, sind natürlich viele Menschen genervt, vielleicht auch wütend. Ich kann das nachvollziehen, ich kann das auch gut verstehen. Aber ich glaube, wichtig ist, dass man seine Wut an den richtigen Adressaten richtet. Weil das Problem in Deutschland ist ja tatsächlich, dass wir gerade bei großen Unternehmen zunehmend eine Mentalität haben, die auf hohe Gewinne setzt, die dann an die Aktionäre durchgereicht werden. Es ist ja schon bemerkenswert, dass in einer Zeit, wo die deutsche Wirtschaft schrumpft und sich in der schwersten Krise der letzten Jahrzehnte befindet, bei den Unternehmen im deutschen DAX, im deutschen Aktienindex DAX mehr Dividenden ausgeschüttet werden als ja, je zuvor. Das Management bedient sich mit hohen Bonizahlungen, das haben wir auch bei der Bahn gesehen. Und diejenigen, die am Ende in die Röhre gucken, das sind die Beschäftigten. Es ist tatsächlich auch belegbar, in keinem anderen G7-Staat sind die Löhne seit der Corona-Krise derart gefallen, die Reallöhne, wie in Deutschland. Ich finde, das ist eine dramatische Zahl. Und das erklärt vielleicht ein bisschen auch die Streikaktivität. Und es zeigt eigentlich eher das Problem, dass natürlich viele Beschäftigte in vielen Branchen gar nicht die Verhandlungsmacht haben, die jetzt zum Beispiel bei Bahn oder Lufthansa immerhin noch vorhanden ist. Und viele Menschen von ihren Einkommen schlicht nicht mehr leben können, weil die Preise derart massiv angestiegen sind. Wer angesichts dieser Situation, also größte Lohnsenkungen im Vergleich zu allen anderen G7-Ländern außer Italien, wer angesichts dieser Situation keine andere Idee hat als die Ampel, die jetzt über eine Einschränkung des Streikrechts debattieren will, der muss oder hat offensichtlich die Realität nicht verstanden und hat offensichtlich auch überhaupt kein Gespür dafür, wie es den Menschen hier im Land geht. Wichtiger wäre ja, dass die Bundesregierung vielleicht mal darüber nachdenken könnte, wie sie etwas gegen die enorm hohen Energiepreise tut. Die sind ja in Deutschland deutlich höher als in anderen Ländern. Das schmälert ja die Kaufkraft auch der Löhne. Das ist einer der Gründe dafür, dass man mit Einkommen nicht mehr klarkommt. Man könnte auch etwas tun, zum Beispiel Unternehmen von Bürokratie zu entlasten. Die jüngsten Zahlen des Statistischen Bundesamtes zeigen, es gab noch nie so viele bürokratische Auflagen, auch noch nie so hohe Bürokratiekosten. 66 Milliarden Euro im Jahr. Ein Großteil davon wäre sicherlich in Löhne besser angelegt, gerade bei kleinen und mittleren Unternehmen, die ja aktuell oft auch kaum Spielräume haben, Löhne zu erhöhen, im Unterschied zu den großen Unternehmen. Also das wären alles Dinge, die die Regierung tut. Oh, damit hat Sarah Wagenknecht natürlich völlig recht. Diese Einschränkungen des Streikrechts, über die aktuell debattiert wird, sind völlig abseits jedes vernünftigen Maßes. Also das Streikrecht einzuschränken wäre natürlich ein starker Einschnitt in die Rechte der Beschäftigten und würde weiter zur Strategie des deutschen Lohndumpings passen, was Deutschland ja in den letzten 25 Jahren relativ stark betrieben hat.
tun könnte. Aber wie gesagt, gerade da, wo jetzt gestreikt wird, da gibt es Spielräume. Und deswegen finde ich, sollten wir wirklich darüber nachdenken, ob wir in einem Land leben wollen, wo sich die Verteilungsschere, wo die Verteilung immer weiter auseinandergeht und wo Menschen hart arbeiten, auch wirklich Vollzeit arbeiten und trotzdem am Monatsende im Grunde nicht wissen, wie sie über die Runden kommen. Das ist keine erträgliche Situation und hat dann eben auch solche Folgen. Interessant heute auch der Bericht der Wehrbeauftragten zu meinem Punkto sorgsamer Umgang mit Steuergeld. Wir sind also ganz eindeutig zwar nicht der Meinung, dass Deutschland kriegstüchtig werden sollte. Allerdings wäre es natürlich schon wünschenswert, dass Deutschland verteidigungsfähig wäre. Und es ist ja schon interessant, dass obwohl der Verteidigungsetat jetzt seit Jahren wächst und er ist ja tatsächlich auch schon im Vorfeld der sogenannten Zeitenwende deutlich angestiegen. Also es ist ja nicht so, dass dort weniger Geld ausgegeben wird. Es ist über die Jahre immer mehr Geld ausgegeben worden, dass offensichtlich trotzdem eklatante Mängel in der Ausstattung der Bundeswehr existieren. Ich finde, das sollte einmal den Blick darauf richten, wie hier Beschaffung funktioniert, weil offensichtlich sehr viel Geld in undurchsichtigen Kanälen verschwindet. Immer wieder gibt es ja auch öffentliche Skandale. Die Bundeswehr schafft sich Funkgeräte an, die dann gar nicht in die gängigen Geländewagen und Panzer passen. Es werden Aufträge ausgeschrieben für Hubschrauber oder für Militärschiffe und der Preis erhöht sich um ein Vielfaches, trotzdem wird es bezahlt. Also wenn wir hier über diese Mängel reden bei der Bundeswehr, dann sollten wir mal über Lobbyismus reden. Zum Beispiel darüber, dass die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Frau Strack-Zimmermann, gleichzeitig in vielen Lobbyverbänden der Rüstungsindustrie sitzt und da vielleicht der ein oder andere Interessenkonflikt auch eine Rolle spielt, wenn es darum geht, dass Steuergeld in die falschen Kanäle fließt und nicht dahin, wo es eigentlich vielleicht sinnvollerweise hinfließen sollte. Geradezu hysterisch waren die Reaktionen, also im Grunde so wie ein Dieb, der ertappt wird, in der deutschen Politik auf das Statement des Papstes, der eigentlich eine Selbstverständlichkeit angemahnt hat, nämlich dass endlich alles getan werden muss, das Sterben in der Ukraine zu beenden und dass das nur auf dem Verhandlungsweg möglich ist. Ich finde auch wirklich erschreckend, wie selbst dem Oberhaupt der katholischen Kirche hier das Wort im Munde herumgedreht wird, um ihn als Putin-Troll zu diffamieren. Der Papst hat ja sehr eindeutig nicht appelliert, dass die Ukraine sich ergibt. Ja, das ist völlig absurd, wie die hiesigen Kriegstreiber mittlerweile gegen jede Stimme vorgehen wollen, die Frieden mit Russland fordert. Also hier muss man auch ganz klar sagen, Russland ist zu Friedensverhandlungen bereit. Es ist aktuell der Westen, der einen Frieden verhindert, durch seine komplette Weigerung auf die russischen Forderungen einzugehen. Ergeben soll oder dass sie kapitulieren soll, sondern er hat wörtlich gesagt, Verhandlungen sind nie eine Kapitulation. Sie sind der Mut des Landes, das Land nicht in den Selbstmord zu treiben. Und ich glaube, dass dieser Appell des Papstes dringender denn je ist. Sehr viele Länder, auch des Südens, fordern das seit längerem. Die Türkei hat jetzt auch noch mal eine Initiative gestartet, auf ihrem Boden Friedensgespräche zu ermöglichen. Wir sehen, dass die Front sich eher zu Lasten der Ukraine verschiebt. Trotzdem kommt aus Kiew zu all diesen Initiativen immer nur Ablehnung. Natürlich weiß niemand, wie verhandlungsbereit oder auch wie kompromissbereit die russische Führung am Ende wäre, wenn es Verhandlungen gäbe. Aber es ist ja schon bemerkenswert, dass zumindest aus dem Kreml solche Initiativen nicht abgelehnt werden, während sie von Kiew sehr massiv sofort abgelehnt werden. Es gibt ja auch in der Ukraine nach wie vor ein Dekret, das Verhandlungen mit Russland explizit verbietet. Die Frage ist aber, wie soll dieser Krieg jemals enden, wenn nicht auf dem Verhandlungsweg? Und dass man durch die vielen Gamechanger, die wir angeblich geliefert haben, Kampfpanzer, Kampfjets, die Verhandlungsposition der Ukraine noch nicht einmal verbessert hat, sondern eher verschlechtert hat, das haben wir im letzten Jahr sehr, sehr deutlich gesehen. Insoweit ist es für uns ein großes Anliegen. Deswegen werden wir diese Woche im Bundestag einen Antrag dazu einbringen, dass die Bundesregierung sich hinter die Initiative des Papstes stellt, dass die Bundesregierung endlich auch
Initiativen unternimmt und solche Friedensgespräche versucht möglich zu machen. Das heißt natürlich auch, dass wir, finde ich, sehr deutlich sagen müssen und finden wir, dass es nicht sein kann, dass wir bedingungslos die Ukraine unterstützen, wenn sie gleichzeitig sämtliche Verhandlungsangebote oder Verhandlungsmöglichkeiten ablehnt. Dieser Krieg muss beendet werden und das wird ohne Verhandlungen nicht möglich sein. In der deutschen Politik stattdessen gibt es eine völlig andere Debatte. Das ist eigentlich inzwischen. Das stimmt absolut. Also diese Game Changer, von denen Wagenknecht geredet hat, das hat man bei jeder Diskussion gesehen. Es gibt keine Wunderwaffen. Also egal, was wir da hinliefern, ob Taurus-Marschflugkörper, ob irgendwelche F-35-Kampfjets oder ob diese zig Panzer, die, also Leopards und so weiter, die angeblich die Wende bringen sollten, nichts davon hat die Wende gebracht und das ist auch völlig logisch. Es ist ein Abnutzungskrieg und da gewinnt am Ende, wer mehr Menschen und Material an die Front bringen kann, wer seine eigenen Verluste besser ausgleichen kann. Und das wird auf lange Sicht eher Russland als die Ukraine sein, einfach weil Russland mehr junge Männer hat, die es an der Front verheizen kann. Das ist nun mal die Realität und diese Realität zu leugnen und diesen Krieg immer weiter am Laufen zu halten, heißt, 100.000 Ukrainer für nichts und wieder nichts in den Tod zu schicken. Beziehungsweise nicht für nichts und wieder nichts. Die Rüstungsproduzenten machen dicke Gewinne. Das hat Papst Franziskus übrigens auch gesagt. Die einzigen, die von so einem Krieg profitieren, sind die Waffenhändler. Also das ist ja eigentlich jedem klar. Aber ja, die Kriegstreiber, die werden wahrscheinlich weiter Erfolg haben, die werden diesen Krieg wahrscheinlich weiter fortsetzen und die werden wahrscheinlich weiter mit ihren Lügen vom verhandlungsunwilligen Russen, der ganz Europa unterjochen will, durchkommen. Denn ja, diese Lüge, die wird uns immer weiter erzählt, obwohl Russland eindeutig verhandlungsbereit ist. Mehr als erschreckend, nämlich die Debatte, wir müssen noch mehr liefern, vor allem wir müssen jetzt auch Taurus-Raketen liefern, Taurus-Marschflugkörper. Da gibt es ja das bekannte Bundeswehr-Leak oder den bekannten Mitschnitt des Gesprächs der vier Luftwaffenoffiziere. Ich finde, der eigentliche Skandal ist ja nicht, dass dieses Gespräch... Ich lese gerade, zu dem Gespräch kommen wir gleich, das ist auch noch ein sehr, sehr interessantes Thema. Ich lese gerade im Chat die Anstalt heute mit Oliver Welke und Sarah Bosetti. Sagt mir bitte, dass das nicht ernst gemeint ist. Also sagt mir wirklich bitte, 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 dass das nicht ernst gemeint ist. Mitgeschnitten wurde, das ist ja, nachdem klar ist, dass zwei ungesicherte Leitungen benutzt wurden, relativ, wäre erstaunlich gewesen, wenn es nicht so wäre, sondern der Skandal bei diesem Gespräch ist eigentlich, mit welcher Seelenruhe inzwischen deutsche Luftwaffenoffiziere darüber diskutieren, deutsche Waffen gegen russische Ziele einzusetzen, weil das ist ja der Gegenstand dieses Gesprächs und offenbar gab es einen Auftrag dazu, ein solches Gespräch zu führen und zu prüfen, wie man also deutsche Waffen, in dem Falle Taurus, Marschflugkörper, gegen russische Ziele so einsetzen kann, dass es nicht ganz eindeutig ist, dass Deutschland dadurch unmittelbar der Absender ist, weil auch die Luftwaffenoffiziere natürlich wissen, was das bedeuten würde. Das wäre der Kriegseintritt Deutschlands. Aber ja, das ist jetzt die Frage. Also der eigentliche Skandal, das hat Dirk Pohlmann sehr gut aufgeschlüsselt, ist nicht, dass die Generäle darüber diskutiert haben, sondern der eigentliche Skandal ist, dass sie intern zuerst mit dem amerikanischen Offizier, der für solche Angelegenheiten zuständig ist, diskutiert haben, bevor sie auf die Idee gekommen sind, mit dem deutschen Verteidigungsminister zu reden. Also 4 Monate, bevor sowas in Deutschland überhaupt zur Diskussion stand, wurde das intern schon mit den Amerikanern besprochen. Das ist, okay, ich habe keine Lust mehr, ich will nicht mehr, also wirklich.